So, willkommen zurück bei Dragon Age The Awakening. Ja, wir sind hier immer noch in den Schwarzmarschen unterwegs, wo uns Werwölfe und andere Viecher bedrohen. Ja, wir sind hier mitten in den Ruinen einer kleinen Stadt. Ohne zu wissen, was hier überhaupt passiert sein könnte. Oder wo ich überhaupt hingehe, deshalb gucke ich mal auf die Karte. Tja, was könnte hier wohl passiert sein? Ja, ich muss mich erstmal wieder richtig zurechtfinden, denn ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt, denn ich war noch mit The Walking Dead beschäftigt, tja. Was soll man sagen, das Spiel hat mich richtig gefesselt. So, mal schauen. Mabari-Kadaver, Naturdarm. Oh. Ich glaube, den Darm von dem Abendtier möchte ich eigentlich nicht haben. Na gut. Was soll man machen? Na gut, wir gehen einfach mal hier lang. Direkt in den dunklen, gefährlichen Sumpf. Was ist das? Ein Riss im Schleier, okay. Was ist das? Es sah so verrückt, geisterhaft aus. Fast wie das Nichts. Keine Sorge, ich fasse es nicht an. Wenn ihr schon so komisch anfängt. Okay, das dunkle Brot, die schon tot ist. Schau, was ist hier noch für alles? Also, das müsst ihr wirklich zugeben. Die Schwarzmaschen sehen sehr unheimlich aus. Ich kann mir schon vorstellen, warum die so heißen. Hat erledigt. Oh. Okay. Verderbter Schattenwolf. Naja, dich kriegen wir schon klein. Rache der Natur, Herrat. Au! Ey, lass mich in Frieden. Au! Leute, könnt ihr mich vielleicht mal retten? Danke. Hast du schon Angst? So. War das alles, was die drauf hatten? Das Mal der Göttlichen, was ist das? Voraussetzung Krieger. Ach so, naja. Nehmen wir trotzdem mit. Wenn wir nicht schon wieder ein volles Inventar hätten. Mann! Christophs Medaillon. Können wir natürlich nicht mitnehmen. Oh. Na gut, ich räume mal kurz aus. Naja, die schwachen Wundumschläge können wir eigentlich weghauen hier. Nur so wie die normalen. Mensch, eigentlich müsste unser Inventar noch viel größer sein. Ach, Inventbeschichtung weg damit. Warum habe ich überhaupt diesen ganzen Blumenquatsch hier mitgenommen? Oh Mann. Ich dachte, ich wäre vorhin noch verkaufen gewesen oder so, aber nee. Scheine ich mich wohl geirrt zu haben. Obwohl die Pfeile, die bringen eigentlich viel Geld ein. Aber Stab des Verlorenen. Ah. Ach, ich nehme den mal. Kann nicht schaden, wenn ich mehr Magie habe. Naja, das sollte erstmal reichen. Der Stab sieht ja auch noch schön aus. Also ich denke mal, das war Christophs Lager. Ja, dies könnte Christophs Lager gewesen sein. Allerdings ist es seit Tagen verlassen. Okay. Schauen wir uns weiter um. Da kommt ein Wolf. Na ja, und was soll's? Kommt nur her, ihr kleinen Viecher. Ich habe zwar nichts gegen euch, aber das Spiel meint, ihr seid uns feindlich gesonnen. Also müsst ihr ran.
Wir haben es wieder mal geschafft. Super. Ach, da ist noch eine Truhe. Ach, wegen der Geisterscherbe. Auch Mann. Kann nicht irgendwas Wertvolles drin sein? Zum Beispiel eine Komplettlösung oder so. Das wäre doch schön. Drachenknochen. Interessant. Die verlorenen Drachenknochen. Neuer Quest. Nett, nett. Aber ich glaube, wir haben uns irgendwie verfranst hier. Ne, von da sind wir ja gekommen. Okay. Okay, hab mich wirklich ein bisschen verfranst. Mal schauen. Ne, da ist der Riss im Schleier. Irgendwo muss es hier doch weitergehen. Da ist das Lager von Christoph. Okay, gehen wir mal hier lang. Oh, Stonehenge für Arme, oder was ist das hier? Okay, etwas, das einen Kampf bringt, okay. Ach, wegen dem Werwolf da wieder. Na, alles klar. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt bestimmt wütender Geist an oder so. Oh. Na, kommt nur her, ihr. Hör auf mich anzuknabbern, du blöder Flohteppich. Ah, du wirst jetzt gelähmt, Werwölfchen. Wow, jetzt kommen aber ganz schön viele an. Hä? Okay. Ich hab doch angemacht, also warum geht das nicht? Na, ist ja jetzt auch eh wurscht, wir haben gewonnen. Jetzt sind wir hier, okay. Riss im Schleier, Beschwörungskreis. Ah, ich glaube, jetzt sind wir wirklich richtig. Okay, so wären wir auch hierher gekommen. Na, egal. Ich wundere mich schon lange nicht mehr darüber. Und okay, irgendwas sagt mir, dass wir die Kinder begegnen werden. Ach, ich hasse die Viecher. Wenn das gespeichert wird, mag ich erst recht nicht. Ja, Larve der Kinder. Oh. Ne, diese hässlichen Kidsgesichter kommen wieder. Oh. Obwohl, es trifft eher Babygesichter. Ne, bleib mir fern, ihr Viecher, ey. Oh. Erwartet. Boah. Sollte kein Problem sein. Glitschiger Bastard. Es kann nur einen Sieger geben. Genau. Also, wir zeigen's denen mal. Diese dunkle Brut kennen wir ja schon. Boah. Das sind auch hässliche Viecher hier. Bleibt uns jetzt bloß fern. Oh nein. Christophs toter Körper. Wird erledigt. Denke ich doch mal, dass er tot ist. Oh. Wer hätte denn damit nicht gerechnet? Eine Falle. Und wer bist du? Ja, das ist euer grauer Wächter. Die okay. Mutter sagte mir, wenn er zu diesem Ort gelockt wird, unterschlagen, wird auch ihr irgendwann kommen. Und die Mutter, sie hatte recht. Die Mutter hat immer recht. Okay, das scheint ein richtiges Muttersöhnchen zu sein. Die Mutter, sie ist keine Prophetin, aber sie ist überaus weise. Oh ja, das ist sie. Ich, hier vor euch seht ihr den Ersten, und ich überbringe euch eine Nachricht. Die Mutter, sie gestattet euch nicht, seinem Plan zu helfen, selbst wenn ihr es nicht wisst. Deshalb
Das Geschenk kannst du ruhig zurücknehmen. Ich will das nicht. Ach Mann. Hätte ja klappen können. Okay, warum bist du auch hier? Nein, wir sind auch ins Nichts gekommen. So kann es nicht sein. Okay. Na, bei Denken seid ihr wohl nicht unbedingt der Erste, oder? Die Mutter hat mich getäuscht. Ich bin verraten. Ich konnte meiner Mutter auch nie trauen. Jetzt bin ich mit euch gefangen im Nichts. Ach, wie dumm war ich. Sieht aus, als hätte man da jemand für entbehrlich gehalten. Ich bin der Erste. Ich bin nicht entbehrlich. Dies werden das graue Wächter und die Mutter noch lernen. Ich überlasse euch den Kindern. Ich werde meinen eigenen Weg zurück in die Welt finden. Zurück zu der Mutter. Ja, ja. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause. Irgendwie stimmt etwas mit dem Sound nicht. Ich kontrolliere das mal schnell. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, jetzt ist es etwas besser. Also, aber egal, wir werden jetzt von Kindern und dunkler Brut angegriffen. Wir sollten einfach... Was? Kriegt man noch die Opfer? Endlich Viecher! Verschwinde. Verstanden. So, sind wir jetzt fertig? Was war das für anscheinend. Ein... Und wer ist die Mutter? Gehört sie auch zur dunklen Brut? Noch mehr sprechende dunkle Brut. Und dann gibt es jetzt auch noch eine Mutter. Wie rührend. Ja, Okren. Und anscheinend hat der Sound sich endlich eingepegelt. Denn ich kann es endlich wieder hören. So, mal schauen. Was gibt's hier noch? Segnung des Nichts. Der Krieger ist in der Lage, von den gutwilligen Geistern des Nichts Kraft zu beziehen. Solange jenseits des Schleiers aktiv ist, steigt die Chance des Kriegers, gegnerischen Zaubern zu widerstehen. Und der hält Boni auf Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Na, das nehmen wir doch sofort für den guten Okren. Ach, langsam finde ich mich wieder ein hier. Okay. Soll mich das hier jetzt beruhigen oder eher beunruhigen? Alles klar. Jetzt kommen auch noch die Dämonen an. Na, so wie. Kein Problem. Aber. Im Nichts sind Magier ebenfalls im Vorteil. Kommt nur her, ihr Viecher. Ach, auch noch eine heiße Succubus. Ach, herrlich. Ach, sogar noch mehr. Hallöchen, ihr Süßen. Wie geht's euch? Darf ich euch den Schädel einschlagen? Deine Taten im Nichts haben Auswirkungen auf die Welt der Sterblichen. Ja, damit können wir die Risse im Schleier wahrscheinlich beenden oder so. Und wir haben wieder Essenz der Konstitution. Oh. Das habe ich ja in Dringles Origins gemocht. Oh. Okay, erstmal wieder plündern. Obwohl das hier nur um nichts geht, aber egal. Ah, und da ist auch das Stonehenge. Aber erstmal wieder hierher. Hallo, ihr Süßen. Wie geht's euch denn? Wollt ihr vielleicht ein paar Blümchen haben?
Anscheinend wollt ihr keine Blümchen haben, hier. Und das werde nicht ich sein! Ja, ja. Jetzt fragt man sich bestimmt, warum ich das jetzt mache. Ja, das sorgt dafür, dass man in der Welt der Sterblichen dann eine tolle Rüstung kriegt. Die am besten für Christoph geeignet ist, aber auch für Ogryn. Also versuchen wir es einfach mal. Okay, was ist das jetzt hier? Ein Runenstein, okay. Okay, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen rumprobieren. Ah. Verstanden. Okay, das war schon mal falsch. Das sollte kein Problem sein. Okay, das ist schon mal richtig. Das auch. Wie nun den wünscht. Hier, oder? Ja. Jetzt den, bitte. Mist. Na gut. Aber kein Rätsel, das zu schwierig ist. Man muss einfach nur ein bisschen rumprobieren. Verstanden. Jetzt aber den hier. Oh. Naja, ist jetzt nur ein Stein übrig, also. Fällt die Wahl diesmal nicht so schwer. So. Jetzt dahin. Geht doch. Und jetzt den. Oh ja, klar, das ist falsch. Also, falls ihr jemals Glücksspiel wollt, fragt niemals mich, denn wie man sieht, ich rate immer daneben. So, und jetzt zu guter Letzt der hier. Oh, da ist jemand sauer. Nidra Dämon des Zorns. Oh ja, jetzt werden die richtig sauer. Los, weg mit euch. Oh, jetzt kommt sogar ein Hörer, okay. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden. Das schaffen wir doch locker.